Wer kennt diesen Mann? Sie kennen diesen Mann? Okay. Ja. Martin, was wird das zu sagen haben? Ist ein sehr interessanter Mann. Er ist mit sehr Vehemenz gekommen. Hat man vielleicht auch gesehen an der Energie, wenn er gezeichnet wurde, das hat meistens auch mit der Energie dieser Person zu tun. Was ist das eine Person? Die ich wahrnehme, ist ein sehr, sehr kreativer Mensch gewesen. Ja. Er ist sehr aktiv gewesen, er wusste, was er wollte. Er hat das auch durchgezogen, was er wollte. Also hat es keine Ahnung gegeben bei ihm. Also er hat das ziemlich, er ist unternehmerisch, sehr unternehmerisch gewesen. Wenn Sie das verstehen, hat er ein eigenes Geschäft gehabt? Nein, im Ministerium war er. Ministerium war das. Ah, gut. Also es ist einfach das, was hinten da steht. Ich habe einen sehr schönen Eindruck, den ich gehabt habe, dass oben steht ein General von mir. Können Sie das verstehen? General, ja. Ja, einfach von klar bestimmt, da wird es sich ein einige Befehle und sonst nicht. Das war sein Leben. Und er hat das auch. Er war allerdings neben seiner Geradlinigkeit, die er gehabt hat, auch ein sehr gefühlvoller Mensch. Nur das hat er nur in seinem engsten Familienkreis gezeigt. Nach außen, da war er ein knallharter Manager-Typ. Ohne Erregung, ohne etwas. Sein Wort hat gegolten. Aber innerhalb von der Familie war er auch nicht derjenige, der das Sagen gehabt hat, sondern seine Partnerin. Sie war sehr stark, er brauchte auch eine starke Partnerin, denn sonst hätte man ihn nicht ausgehalten. Und das ist dann schon ein gutes, war auch ein gutes Gespann. Mit der anderen, die hatten eigentlich gut. Können Sie das verstehen? Ja, voll und ganz. Ansonsten war er auch als Inhalt der Familie, war er sehr unternehmenslustig auch. Es musste immer etwas laufen. Er war immer in Aktivität. Ja. Ja. Er hat gesagt, die Mutter ist gestorben, gut, sie ist jetzt gestorben, gehen wir essen. Das sind die Elemente, die er oben hergegangen sind. Er ist relativ, ich denke, so um die 60, 70 ist er in die geistige Welt. Kann das sein? Ein bisschen später. Ein bisschen später, okay. Aber er hat sein Leben bis zu diesem Zeitpunkt nicht.